Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ZCPU vorstellen, ein Programm, mit dem ihr eure CPU manuell einstellen könnt. So, ich öffne das Programm jetzt einfach mal. So, und da seht ihr das Ganze auch schon. Also beziehungsweise in meinem Handy befinden sich 1200 MHz. Ich habe jetzt hier die Standardeinstellung drin. Und zwar seht ihr jetzt hier, dass der auf 1200 MHz maximal darf und minimal auf 300 MHz, meine ich zumindest. Ihr seht das jetzt hier eingeblendet und ihr könnt natürlich ganz einfach hier an diesen Reglern rumschieben und das hier verändern. So wie ihr möchtet, zum Beispiel das jetzt hier auf minimal stellen, dann läuft er jetzt hier oben auf 300 MHz. Ich stelle es jetzt mal hier ein und bewege das mal ein bisschen. Man merkt auch in der Bedienung, wenn man jetzt irgendwas öffnet oder so, das dauert auf jeden Fall länger, als wenn man das jetzt hier hochgedreht hat. Man kann also hier mit wirklich einstellen, wie man das gerne haben möchte. Wenn man zum Beispiel Akku sparen möchte, empfiehlt es sich, das komplett runterzudrehen. Möchte man jetzt allerdings irgendwelche leistungsstarken Programme benutzen und mein Handy ist jetzt nicht so stark, dann stelle ich das ganz hoch und dann merkt man auch schon, dass er direkt mit etwas mehr Geschwindigkeit arbeitet. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr das Ganze anfangen möchtet, wenn er bootet oder ob ihr das Programm erst starten müsst. Dann könnt ihr hier Profile anlegen. Einmal natürlich ihr könnt die Profile benennen, jetzt zum Beispiel Charging oder hier seht ihr schon ein paar vorkonfigurierte, zum Beispiel CPU, dann fängt ihr hier an Sachen hinzuzufügen, zum Beispiel hier die CPU, wenn die eine bestimmte Temperatur erreicht und so weiter, dass er zum Beispiel hier eine Warnung machen soll und so weiter und so fort. Da könnt ihr rumspielen, wie ihr möchtet, könnt ihr alles machen. Wichtig ist, ihr braucht dafür auch einen Root. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Handy rooten könnt, müsst ihr einfach mal nach eurem Gerät suchen. Habt ihr zufällig das gleiche oder denkt ihr habt das gleiche Handy wie ich, schaut in der Beschreibung. Da ist natürlich dann mein Handy, mein Root-Tutorial für mein Handy verlinkt. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Video. Guckt euch die App einfach mal an. Download-Link natürlich in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.